Im Sommer 2020 verbrachten wir ein Wochenende rund um den Ruhrsee. Unterwegs war ich im Auto mit meinem Freund Carsten und unserem Hund Buddy, das ist ein Wischlein, ungarischer Jagdhund. Die hundefreundliche Ferienwohnung auf Burg Blenz hatte ich über Booking.com gefunden. Das Auto konnten wir direkt um die Ecke auf einem Parkplatz abstellen. Und die Ferienwohnung war schön groß, sauber, ruhig und wir konnten hier auch Essen zubereiten. Besonders schön fand ich die Terrasse und die Möglichkeit, sich draußen zu sonnen. In diesem schönen Ort mit Fachwerkhäusern lag die Ferienwohnung. Unser erstes Ausflugsziel war der Beach Club Eifel mit dem Hundestrand. Hier gibt es einen Strand für Menschen und direkt daneben einen speziell für Vierbeiner. Da es an dem Tag sehr heiß war, hat Buddy sich gefreut, ins kühle Nass zu kommen. Und übrigens, der Hundestrand war nicht besonders voll. Danach ging es in dieses hundefreundliche Hotel, wo ich im Restaurant einen sehr leckeren veganen Burger gegessen habe. Am nächsten Morgen haben wir in einem der Bauerncafés gefrühstückt und da es schon ziemlich spät war, gegen Mittag, war es relativ leer. Das Schöne, auf der Speisekarte fand ich auch etwas als Veganerin. Danach haben wir ein Geisterdorf besucht, nämlich Wollseifen. Der Spaziergang durch den Nationalpark Eifel führte uns vorbei an Wäldern und Wiesen bis hin zu der Dorfstraße der verlassenen Ortschaft. Die 120 Familien, die in dem Dorf gelebt haben, mussten es 1946 verlassen. Es gibt dort nicht so sehr viel zu sehen, also zum Beispiel die alte Schule oder eine Kirche, aber es hat ein gewisses Flair und der Spaziergang dorthin ist sehr schön. Ein weiteres schönes Ausflugsziel ist Burg Reiferscheid. Wir liefen über die Kopfsteinpflaster, vorbei an Fachwerkhäusern bis hin zu den Ruinen und es gibt auch ein Café. Ich freue mich, wenn ihr liked, kommentiert oder mir sogar folgt.